So, ich grüße euch zurück hier bei Let's Play Risen. Wir waren hier stehen geblieben in der guten Ruine und wollten hier noch den Raum fertig durchsuchen. So. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und weiter. Vasili schließt sich dir an, okay. Wir haben hier beim letzten Mal noch ein paar Skelette zerdeppert. Hier hinten kommen wir jetzt hinter der ganzen Festung wieder raus. Dass man die auch sehr gut sehen kann. Aber hier jetzt lang tratschen will ich eigentlich nur ungerne. Wir verziehen uns hier wieder. Man kann halt quasi von unten. Oh, drei Heiltränke, das ist echt krass. Man könnte von unten diesen Berghang hochklettern, würde dann auch hier oben auskommen. Das ist Gut, eigentlich dann schon warte ich hier. alles, was dahinter steckt. In diese Richtung. Ach, hier willst du nicht hinkommen. Ach so. Das ist ja lustig von dir. Mach ich. Dann machen wir es jetzt ganz einfach. Schlösserknacken verstehe ich nicht. Sobald er wieder oben ist, reden wir den wieder an. Okay. Heiltränkchen. Heiltränkchen. Und ich nehme mir auch mal ein Schlückchen. Ein Schlückchen Cola. Ein Mana-Tränkchen. So. Vor mir. Immer alles so kompliziert hier. So. Fehlt nur noch ein einziger untoter Burgherr. Pass auf jetzt. Aua. Das tut weh. So. Skelettkrieger von hinten in den Rücken. Zack. Zack. Heulen, Viecher, darf man nicht lange fackeln. So. Eine relativ große Festungsanlage hier, muss man sagen. Aber für uns eigentlich auch kein großes Problem. Ich finde, man hört übelst, dass ich noch verschlafen bin. Ich finde, das hört man übelst an meiner Stimme. Tut mir wirklich leid, Leute, aber es ist irgendwie 11 Uhr oder 12 Uhr und ich habe einfach durchgeschlafen. Ja, hier nochmal eine sehr schöne Ecke. Hier. Naja. So, ein Pokal. Ein Kerzenleuchter, ein Teller, schwache magische Heilung, Halskette, kleiner Smaragd, schwache magische Heilung, Berserker, Heiltrank. Ha, eine Steinplatte wäre mir lieber gewesen. Okay, boah, die Aussicht ist Hammer. Also ich hätte nicht gedacht, dass auf meinem alten Rechner, also mein Rechner ist ja ein Senior, blöd gesagt. Ich meine, der ist schon richtig alt. Und dass der Spaß hier so gut funktioniert, ist doch schon ziemlich verwunderlich. Also habe ich nicht gedacht, als ich das Spiel gekauft habe, dass das so gut läuft. So muss man mit den Viechern Ich bin umgehen. ja eher der von, ja, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 spielen wird, später, wenn ich die Konsolen habe. Aber dass es trotzdem hier so gut funktioniert, ist doch ziemlich beachtlich, wie ich finde. Wir kriegen dich. Muss man mit den Viechern umgehen. Ich weiß. Haben auch gar keine Chance mehr gegen mich. So, eine Ogerwurzel wäre schön. Die finden wir auch schon, da bin ich mir sicher. So, da vorne haben wir so eine kleine Brücke, ein kleiner Übergang. Und da hinten dann nochmal eine Ruine. Da vorne sieht man sie schon. Rottwürmer sind ja auch gar kein Problem mehr für uns. So. Ein Mana-Tränkchen. Druiden-Schürling. Und alles ist im Lot. So, hier haben wir nochmal ein paar Skelette. Wir kriegen dich. Los jetzt. Kämpft ihr beide mal, meine Freunde. Aua. Ich kann nichts machen.
Vasili, du unfähiges Stück Dreck, ey. Also allen Ernstes. Da friere ich zwei Typen... Zwei oder drei? Ne, zwei Typen ein, überlass denen den dritten und das schafft er nicht mal. Das kriegt er nicht mal gebacken. Das ist aber traurig. Captain Romanos Crew, so lächerlich. Mann. Naja, über was reg ich mich hier auf? Ich sollte mich viel mehr darüber aufregen, dass ich wieder nicht gespeichert habe. Naja. Was will man machen? Hinter den Wasserfall kann man gehen, dessen bin ich mir bewusst, aber das wird erst später interessant, daher lassen wir das mal. Wir müssen halt einfach alle einfrieren, wir dürfen uns auf Vasini nicht verlassen. Du kriegst niemanden, Vasili. Das wirst du wohl hinbekommen, ey. Meine Güte. Drauf da. Ist doch nicht dein Ernst, verdammt. Mann. So. Ne, nicht hinsetzen. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. So. ...27 Heiltränke wieder zusammen, das ist ordentlich. Eine Panzergrille. Oh, so viele. Wir kriegen dich. Da waren die Macher wohl in Spendierlaune, dass sie uns hier so viele hinsetzen von den Viechern. Aua. Ja. Tu nicht so, als hättest du irgendwas geleistet, mein Freund. Da will uns wer ärgern. Pass auf jetzt. Nachdem mache ich ja die ganze Arbeit. Nischt unser guter Begleiter hier. So. Die letzte Ruine, der letzte untote Burgherr. Dann haben wir es geschafft. Wir kriegen dich. Wir kriegen dich. Bei den Viechern darf das auch jetzt. Oh. Mach du mal. Sehr schön. Ja, Vasallenring. Und damit haben wir alle zusammen. Erfolg Geisterjäger, sehr schön. Nehmen wir mit. Wir brauchen unbedingt ganz viele Mana-Tränke. Ich sag's wirklich ungern, aber wir müssen die wirklich bunkern. Wir brauchen da so viele von wie nur irgendwie möglich. So. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Langsam geht's meiner Stimme besser. Ich fühle mich wach und... Schlösserknacken verstehe ich. Und am Morgen des Tages angekommen. Ich muss sagen, gestern bin ich um 8 Uhr aufgestanden. Und wenn man dann überlegt, was ich da bis 11 Uhr schon gemacht habe, man hat viel zu wenig vom Tag, wenn man spät aufsteht. Deshalb bin ich auch ein absoluter Freund vom frühen Aufstehen. Ich finde es furchtbar, spät aufzustehen. Ich weiß nicht. Dafür ist mir blöd gesagt meine Lebenszeit auch ein bisschen zu schade. Ich weiß nicht. Ich finde es sowieso schade, dass unsere Zeit auf Erden so begrenzt ist. Poetisch gesagt, aber... Ja, da müssen wir wohl alle mit leben, Leute. Leider auch ich. So, da hatten wir gerade eine Ogerwurzel. Das ist schön. Ihr wisst ja, Ogerwurzel ist für uns extrem wichtig. Genau wie Mana-Pflanzen. Ogerwurzel. Was sagt die Stärke? Die Stärke sagt 31, das ist ein guter Wert. Ich sag mal, ab 40 wird es schon richtig interessant. Was haben wir denn hier hinten?
Schwarzer Wolf. Ja, die Truhe bekommen wir eh nicht auf. So. Guck mal trotzdem mal, was haben wir hier? Heldenkrone. Naja, das war mal klar. Okay. Aber man muss sagen, wir haben im Nachhinein wieder ordentlich Erfahrung gesammelt. Nächsten Level Up ist gar nicht mehr so weit weg. 5 Lernpunkte haben wir noch, die können wir in Mana stecken. Dass wir auf jeden Fall ein paar Eisbälle mehr raushauen können. Frostbälle. Wobei wir ja mittlerweile vom vom Nahkampf her auch gar nicht mehr so schlecht sind. Ich will mal nicht unsere Nahkampffähigkeit hier ignorieren. Da können wir schließlich auch schon ordentlich austeilen. So ist es ja nicht. Oh, was sehe ich denn da? Maximal Lebensenergie plus 10. Das freut mich. Für Mana wäre es noch sinnvoller gewesen. Vom Schlösserknacken verstehe ich. So, jetzt sind wir hier ganz unten am Strand angekommen, Leute. Hier unten. Heftig, wir haben jetzt eigentlich alles auf der Insel schon mal gesehen. Da fehlen jetzt noch ein paar Tempelanlagen, aber so prinzipiell haben wir jetzt von der Oberfläche her alles schon gesehen. Also so groß ist die Insel im Nachhinein gar nicht, muss man dann abschließend eigentlich sagen. Aber dennoch, richtig interessant. So. Ey, der Scheißvogel hinter mir, der regt mich auf. Mann. Sobald die auch nur einen Fehler machen, einen taktischen Fehler, die Vögel, sind sie direkt tot. Das ist aber bitter für die. So. Ein Heiltränkchen. Ich würde jetzt erstmal hier die Seegeier töten. Oh. Mann, oh Mann, oh Mann. Die sind aber hier gut am Niedermetzeln, die armen Viecher. So. Rottwürmer sind ja schon problemlos für uns mittlerweile. Ja, meine Güte, beweg dich doch nicht so unrealistisch und ruckartig, ey, ist ja furchtbar sowas. Seht ihr? Dann stockt der auf einmal, das ist furchtbar. So. Aber okay, letztlich muss man auch sagen, auch die haben keine Chance mehr gegen uns. Das ist wirklich krass mittlerweile. Viel schief gehen kann eigentlich gar nicht mehr, so wie ich das sehe. So. Mana-Trank, Heiltrank, Schwert ziehen. Ja, Schwert ziehen macht er nicht, auch gut. Mana-Pilze, warum nicht? Nehmen wir auch mal mit. Okay, wir können jetzt noch einmal auf die andere Seite des Flusses gehen, dann war es das hier auch eigentlich. Dann holen wir uns das letzte Grab und haben es geschafft. So. Also sehr interessant auf jeden Fall. Pass auf jetzt. Da wird uns wer ärgern. Los jetzt. Ja. Ja. Das Vieh. So, Nummer 2. Nummer 3.
Alles klar. Also wie gesagt, mein Favorit ist doch einfach der Frostzauber. Also ich finde, mit keinem anderen würde das so gut vonstatten gehen. Unsere Mana-Tränke neigen sich langsam dem Ende zu. Ebenso unser Abenteuer hier an der Westküste. Muss man schön zu sagen. Das ist noch ein Rottwurm, okay. Mach du mal. So. Ich meine, da beim Klettern würde man auch noch irgendwo eine Ogerwurzel finden, aber das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu blöd. Ich will den Rottwurm noch töten und dann war es das hier erstmal. Alles klar. So, verduften wir uns hier mal. Wir müssen jetzt natürlich ein bisschen zurücklaufen. Bis zum Grab, wer sich erinnert. Aber ja, dafür haben wir jetzt mit Vasili eigentlich hier einen lockeren Kampf gehabt.